Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Train Sim World. Wir sind auf der neuen Berliner Linie unterwegs im Fahrplanmodus mit dem R4621 Ospizio Bernina nach Tirano. Liebe Fahrgäste, das Zugteam der Rätischen Bahn begrüßt Sie im Regionalzug nach Alp, Grün, Cavalia, Poschiavo, Leprese, Miralago, echt schlechtes Timing. Brusio, Campascio, Campo Cologno, Tirano und wünscht eine angenehme Reise. Dankeschön. Dann stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Gut. Allegra. Okay, tun wir das mal ignorieren. Wir gehen mal nach außen. Ja, sie ist endlich da, die Berliner Linie. Aber leider nicht die ganze Linie, sondern nur von Ospizio Bernina, wo wir jetzt sind, bis nach Tirano. Der Part bis St. Moritz. Das wäre gar nicht mehr so viel. Das wäre hier auf der Hinterseite nach unten. Der ist leider nicht mit dabei. Fragt mich nicht, wieso. Ist einfach so. Die Strecke bin ich jetzt ein-, zweimal abgefahren. Und sie ist soweit schön, aber sie hat auch ihre Nachteile. Vor allem, wenn man dann mal ein bisschen genauer hinguckt. Zum Beispiel solche Sachen. Das ist nicht so geil. Wenn der Schnee dann hier liegt, dann sieht es um einiges geiler aus. Aber ich denke mal, das könnte noch kommen beim dynamischen Wetter und unser Triebfahrzeug. Das ist tatsächlich ganz gut gelungen. Das sieht auch wirklich gut aus. Kann man eigentlich nichts sagen. Können wir dann später auch nochmal durchgehen. Wollt ihr nicht mitfahren? Und die stehen auf der falschen Seite. Und die Wagen kennen wir ja auch schon. Bis 10:40. Jetzt geht es dann gleich mal los. Gibt natürlich auch wieder Sachen zum Collecten hier. Wir gehen jetzt mal wieder rein und werden hier mal unseren Zug bereit machen. So, machen wir die Lichter an, dann die Spaßsysteme anmachen. Bei Wachsamkeitssystem. Ah ja, lass was mal an. Södre! Dann machen wir die Türen mal zu. Und Vmax auf 40. Warte mal, das war der hier. Los geht's. Bremsen gelöst. Abfahrt. Ja, wenn wir Glück haben, dann werden wir hier noch einen Wintersturm haben. Einer meiner Testfahrten bin ich auch genauso mit gutem Wetter losgefahren. Und dann war hier Schneesturm angesagt. In echt eine wunderschöne Strecke, gerade im Winter, wenn sie denn durchkommen. Kann ich euch nur mal empfehlen. Na, wir können sogar einen Tick schneller fahren. Södre. Übrigens, wenn ihr die Spaßsysteme anmachen wollt, das ist einmal Steuerung Enter und Shift Enter. Hab ich auch erst beim Handbuch nachlesen müssen, als ich das gesucht habe zum Einschalten. Und schaut euch das mal an. Das sieht doch richtig geil aus. Nächster Halt ist Alpgrün. Und wir werden... Ja, ja. Hatte ich eigentlich nicht. Naja, doch. So. Ja, was können wir denn hier so alles machen? Klar, wir haben unsere Standardanzeigen hier drin. Wir haben hier unseren Tempomat. Wir haben unseren Kombihebel. Mit der Pfeiftasten da oben drauf. Schubabnehmerwahl, Richtungswender, Zugspitzensignal einstellen. Das ist hier die Türsteuerung, beziehungsweise wird hier leuchten, wenn Halt auf Verlangen gedrückt wird. Da hat es ein paar Stationen. Dann bezüglich Zugzielmanagement. Ist aber sehr vereinfacht hier. Der Display ist leider nicht bedienbar. Und ansonsten Scheibenwischer, Klimaanlage. Und was wir jetzt hier gerade noch machen könnten, ist die Fahrgastraumbeleuchtung einschalten. Die ist per Standard nicht an. Oh, wir haben 40. War ein bisschen zu schnell. Ja, schaut auch an aus. Ach ja, ich und die Wachsamkeitskontrolle. Beste Freunde.
Vakuumpumpeneinstellung ist übrigens hier, vor sie die sucht. Auch noch wichtig. Aber ich muss sagen, wenn der Schnee hier nicht liegt, dann schauen die Oberflächen hier teilweise ein bisschen komisch aus. Also mit den Steintexturen werde ich irgendwie nicht so warm. Oder auch hier. Da der Weg. Ja, ja, ich drücke ja schon. Es sind halt so kleine Details. Ich sollte echt mal auf die Geschwindigkeiten achten. Es wird ja so schön bei den Signalen stehen. Kommt von dem Ganzen rumgucken. Södele. Ja, unser Triebwagen kann stromtechnisch auch mehr Systemen. Und unser anderen RAB-Wagen von der Rosa-Linie, der kann, also in echt könnte er hier nicht fahren. Man kann hier mit Free Roam natürlich hier den hier reinspawnen lassen. Wobei, da habe ich einen Bug entdeckt, dass wenn du hier im freien Spiel drin bist. In wenigen Minuten erreichen wir den einzigartigen Aussichtspunkt Alpgrüm auf 2091 Metern. Mit Sicht auf den Palü-Gletscher und den Piz Palü. Hier eröffnet sich ein herrlicher Blick über das Puschlav, das Val Poschiavo. In der Ferne spiegelt sich die Wasserfläche des Puschlava-Sees. Ja, wisst ihr Bescheid, ne? Jedenfalls, wenn du im freien Spiel dann die Lok spawnst, dann fährt die einfach nicht weg. Wenn man das Ganze aber im Szenario-Planer macht, dann funktioniert es. Ich kann mir noch vorstellen, dass das gefixt wird. Auch wenn es nicht realistisch ist, aber immerhin. Umgekehrt geht es übrigens. Den kann man dann einfach auf der Rosa-Linie einspawnen und losfahren. Gar kein Problem. Also bis Tirano werden wir diese ganzen Ansagen haben. Und stellenweise eben diese extra Ansagen. Was ja grundsätzlich ganz gut ist. Maximum Tourismus hier. Aber ich meine, die Berge im Hintergrund, die schauen eigentlich ganz gut aus. So, von den Kameraansichten, das hier, einmal auf die Seite, einmal raus. Andere Seite, hier die Ansicht. Das war's. Am nächsten Halt werden wir mal ganz kurz durch den Wagen gehen. So wie es die Zeit zulässt. Naja, Fenster können wir auch aufmachen. Wenn wir denn wollten. Und ansonsten gibt's eigentlich keine Spezialitäten. Da haben wir noch unsere eigene Tür. Und das war's. Ziemlich aufgeräumter Arbeitsplatz. Södele. Einmal bestätigt. Meine Strecke ist ja eigentlich nicht lang, aber man ist halt schon ein bisschen unterwegs hier. Gibt auch Güterzugmissionen, wobei das ist halt der Triebwagen mit ein paar Wagen hinten dran, ein bisschen rumrangieren. Ansonsten primär Personenverkehr. So von den Aufgaben her. Im Fahrplan gibt es ein paar ganz kleine Rangieraufgaben, jeweils an den Endstationen. Nicht so spannend, ansonsten immer schön durchfahren. Es gibt aber noch Expresszüge, die einfach nicht überall halten. Das ist noch mit enthalten. So, unser Halt.
Da stehen auch schon gut Leute. Ja, das war jetzt ein bisschen viel. So. Ich würde sagen, gehen, wir bleiben hier stehen. Wunderbar. So. Haben wir die Türen auf. Und dann schauen wir uns mal ganz kurz unseren Wagen an. Wird sogar hier richtig angezeigt. Halbblüm. Bis nach Tirano, Ankunft um 12.23 Uhr. Mensch, wieder guter Stau hier. Es läuft. Okay. Einmal hier nach hinten durch. Was haben wir? Das sieht nach Toilette aus. Jo. So, dann ist dann gleich mal weiterfahren. Und anderer Führerstand mit Anhängsel. Gut. Gehen wir wieder durch hier. Ja, wobei, ich habe noch eine ganze Minute. Sollen wir uns auch ein bisschen umsehen? Machen wir hier mal runter. Da ist der See. Den werden wir gleich mal sehen. Wir machen da eine kleine Kurve hier. Oder hat sogar einen Fotopoint. Kann man da was machen? Nö. Okay. Rein in den Zug kann ich. Wenn ich da jetzt rumspiele, ist dann das Szenario vorbei? Ja. Ich wollte es nur mal getestet haben. Ah, diese schmalen Bahnsteige. Södele. Hallo? Komm ich? Hallo? Komm da nicht mehr rüber. Möchte hier rein. Dankeschön. So, schön zu. Hier hinter uns sollten wir vielleicht auch die Tür zumachen. Sidre. Einmal lösen. Sabrini, Durchgangsschleife anhalten. Machen wir doch. Da werden wir jetzt gleich eine Besonderheit sehen. Achtet mal auf die Gleise. Das ist irre, ne? Jetzt ist es nicht so ganz erschlossen, warum er das so gemacht hat. Aber es ist existent. Hier wird halt Platz wegen ihren Weichen weiter oben. Ist so ein Schweizer Ding halt. So. Bei wie? Also rein so von der Aussicht her, glaube ich, ist die schönste Strecke Trains in World. Das ist schon echt einmalig. Ich hoffe, es kommt dann nochmal ein Signal vorbei, was Achtung zeigt. Weil da gibt es noch etwas, was ihr da unbedingt hören solltet bei dem Triebwagen. Wird noch einen kleinen Moment dauern, bis wir da unten sind. War eine Expressstrecke hier. Ah ja, schade. St. Moritz noch mit dazu, das wär's gewesen. Übrigens, so als Fun Fact bei der Berliner Bahn. Die Berliner Bahn gehört mit knapp 7% Neigung einer zu der steilsten Extensionsbahnen der Welt. Nur so
als Fakt nebenbei. Und es ist echt krass, dass die das ohne Zahnradantrieb hinkriegt. Auch bei schlechtem Wetter. Ah, die Wachsamkeitskontrolle. Ich würde es ja gern abstellen. Wo könnte man hier hingehen? Jetzt nur noch da hinten weg. Wird schon seine Daseinsberechtigung haben. Unten der italienische Teil ist dann auch noch spannend, wo man da auf der Straße dann noch fährt, quasi als Trambetrieb. Da hat es dann auch dafür dann eigene Signale. Das ist noch ganz cool umgesetzt. Na ja, komm, ich schalte das jetzt mal aus. Wachsamkeitssystem aus, aber der Rest bleibt an. Dann kann ich noch ein bisschen besser die Strecke hier zeigen. Also bei der Strecke wäre auch schon allein nur das Mitfahren schön. Hinter einem Wagen drin. Im freien Spiel. Wäre natürlich auch wieder geil für Multiplayer. Södele. Einmal anhalten. Gott sei Dank haben wir gute Bremsen. Nee. Bremsen. Gut. Einmal raus hier. Müssen wir eigentlich nur noch auf unseren Kollegen hier warten. Können wir eigentlich währenddessen mal aussteigen. Mal gucken. Da ist da eine Fußgängerweg von da hinten. Und vermutlich bis nach unten begleiten. Schauen wir uns mal das Modell hier an sich so noch ein bisschen an. Die schwingen natürlich, wie man es gewohnt ist, schön mit. Finde ich auch ganz gut gemacht. Und wenn die richtig dicken Schneeflocken kommen, sieht es auf den Fenstern hier richtig geil aus. Ich glaube, hier hat sich ja nichts getan. Schauen wir mal kurz rein. Moin sehen! Ja, man es kennt. Ich darf nicht vergessen, eine Tür wieder zuzumachen. Warum? Warum klingt es hier so drin komisch? Als würden wir fahren. Sehr schräg. Also das komische Grollen, das ist mega schräg. Ein bisschen Sohn wären okay für Klima und so. Die Handbremse könnte ich sogar anziehen. Nice. Türen zu. Dankeschön. Okay.
Sieht irgendwie ein bisschen falsch aus, würde ich sagen. Da hinten auch. Details. Was möchte der Steuerung ein bisschen... Nee, war doch rot. Oder darf ich jetzt fahren? Ah, ich... Okay. So, dann fahren wir halt weiter. Hallo? Dankeschön. Nee. Es ist rot. Ich dachte, es wäre jetzt so ein Orange vom seitlich gucken. Schauen wir doch mal auf der Karte. Ja, da hinten in der Schleife ist er gerade. Achso, weil wir gerade schon bei der Karte sind. Wenn wir uns jetzt mal hier ein bisschen angucken. Also, von da sind wir gestartet. Und da hat es einfach mal so random ein Gleisstück da hinten. Drum auch immer. So, wir sind da unten. Von hier noch ein bisschen den Serpentin runter. Der nächste Halt. Hier wird es dann so richtig schlimm. Und hier unten ist dann eigentlich soweit wieder harmlos. Da gibt es ganz einen Haufen Postkarten von dieser Schleife hier. Und dann werden wir nach da unten in Italy. Da mit den SBB-Gleisen noch so dazu. Und das ist unser Spielraum da oben. So, Kollege, jetzt gib mal Gas da. Hier auch das Scrollen. Das wird der andere Zug sein, aber irgendwie ist es ein bisschen zu intensiv. Ja, bin ich nicht so ganz happy damit. Oh, nochmal nach draußen gucken. Einsehen. Ja, da ein paar Leute mit. Ha, finally. Gut. Ah, scheiße. Falsche Richtung mit der Bremse. Erst in 3,3 Kilometer können wir wieder schneller fahren. Was mir auch schon passiert ist, das war bei Winter, da hat der Tempomat mal komplett verrückt gespielt. Da ist er voll in die Bremsen rein, hat wieder Gas gegeben, voll in die Bremsen rein, weil er da jetzt rutschen gekommen ist. Das war schräg. Den hast du dann händisch recovern müssen. Aber das ist nur ein einziges Mal passiert. Ja, gehen wir aus der Ansicht. Oder auch nicht, wenn der Tunnel kommt. Also bahntechnisch ist Schweiz schon ein schönes Land. Andere natürlich auch, aber... Ich hab mit den Bergen und den Gebirgsbahnen kann keiner mit uns mithalten. Aber definitiv ein geiler Arbeitsplatz, wenn du hier Lokführer bist. Natürlich mit entsprechender Verantwortung. Wenn auf der Strecke was schief geht, huhu. Ja, wenn du hier entgleist und blöd entgleist, dann geht's halt ein paar Meter nach unten. Im schlimmsten Fall. Immer noch gutes Wetter hier. Ich hätte jetzt nichts gegen einen Wetterwechsel.
kann es ja nicht nachträglich einstellen, oder? Einstellungen? Nee. Ja, auch nicht. Schade. Da war so ein Feature wie in TD2 ganz cool, wo du es jederzeit ändern kannst. Gut, man muss mal dazu sagen, dass das Wetter im Stand jetzt noch keinen Effekt hat in TD2, aber immerhin kannst du es einstellen. Während der Fahrt. Das nächste kleine Häuschen. Hat natürlich den geilsten Ausblick ever. Ist nur mit dem Zuganschluss ein bisschen blöd hier, ne? Darfst ein bisschen bergsteigen. Außer das Connection zur RHB und die bleibt immer außerplanmäßig hier stehen. Könnte ich mir auch schon vorstellen, in so einer Gegend zu leben. Aber da bist du halt einfach echt weit weg von allem. Wenn du jetzt auch mal in der Zivilisation wieder bist, dauert es halt. Also mein Credo ist da maximal eine Dreiviertelstunde bis zur nächsten Stadt. Länger soll es nicht dauern. Wo ich dann alles einkaufen kann. Ah, wie geil. Dann können wir mit der Dreierkamera mal hier mal ein bisschen spielen. Oh, wenn nicht so viel. Ich dachte, da steht jemand. Die Strecke wird sich auch sehr gut dafür eignen, dass man hier irgendwie so ein Schneefräs-Szenario macht. Entsprechendes Rollmaterial natürlich vorausgesetzt, aber da hättest du Spaß auf der Strecke hier. Und bei dem meterhohen Schnee, den es da teilweise hat, da gibt es richtig krasse Bilder im Internet. Ich meinte, es hat sogar noch eine Dampfschneeschleuder, die sogar noch betriebsfähig ist. Also jetzt nicht im regulären Einsatz, aber ich meinte, es hat noch eine überlebt. Ich habe eigentlich nebenbei einen Wikipedia-Artikel offen. Mal kurz schauen, ob da diesbezüglich was drin steht. Ach nee. Ich habe Blödsinn gesagt. Steht sogar im Wikipedia drin, für reguläre Schneereien kommt. Im Winter kommt regelmäßig eine Dampfschneeschleuder zum Einsatz. Auch ihr Betrieb stellt eine Touristenattraktion dar. Okay. Nächster Halt, Cavalia. Prossima fermata, Cavagila. Ist doch einschalten. Next stop, Cavalia. Na, geht's jetzt ab? So reagierst du nicht. So, Udrem, nächster Halt.
Nee, andere Richtung. Da fahren wir noch ein kleines Stück. War jetzt ein bisschen grob, ich weiß. Södre. Okay. Das wäre mal ein Teil der Bergstrecke. Ich würde sagen, nachdem ich jetzt nicht die ganze Strecke fahren möchte, werde ich mal auf der anderen Seite starten und dann mit richtigen Schneesturm, und zeige euch das doch mal, wie das aussieht, und ein Teil von der Tram-Sektion. Oh, das ist aber auch noch interessant. Ach so. Das ist ziemlich sicher ein Güterverlaut. Muss ich dann hier reindrücken. Okay, liebe Leute, kleiner Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Und damit willkommen hier in Italien, in Tirano, der Endstation von der Bernina-Linie. Das ist Bahnhofsgebäude, das ist der Bahnhofsvorplatz hier. Das hier ist der Bahnhof der SBB, den wir leider nicht besuchen dürfen. Frag mich noch wieso. Hier kommen die ganzen Leute raus, können wir natürlich auch nicht rein. Und da ist unser Spielplatz. Da stehen im freien Spiel auch die Wagen rum. Wir werden dann auch gleich mal hier was spawnen. Und hier können wir auch nicht rauf. Leider. Ich will ja nichts sagen, aber... ich glaube, hier fehlt was. Vielleicht sowas. Gut. Bahnhof recht überschaubar. Wir haben da hinten noch ein paar Abstellgleise, aber ohne Oberleitung. Ich meinte, ging hier... nee. So schaut die Straße übrigens aus, wenn Schnee ist. Es wird dann gleich noch viel interessanter aussehen. Und wir spawnen jetzt mal einen Zug. Ich würde zuerst, bevor wir das machen, will ich mal kurz was überprüfen. Hm. Nicht ideal. Wir starten, glaube ich, mit einer Lok hier. Allegra. Was machen wir denn? Nehmen wir so Kesselwagen mit. Kesselwagen beladen. Ah, warum auch nicht? Das heißt, wir gehen mal hier mal ein bisschen nach vorne. X. So, da wird da schon fleißig zugeschneit. Dann schauen wir, dass wir da hinten rauskommen. Schauen wir uns mal diese Kesselwagen an. Das sind die guten Dinge. Wie schaut es jetzt hier aus? Das ist wieder besser. Wobei... Details, ne? Ja, hier aber auch. Ja. Details. Mich springen solche Sachen einfach an. Das ist schade eigentlich. Na, denn das halt auch wieder Vollpreis ist. So, einmal rein hier. Eben, das sieht auf der Scheibe halt schon echt cool aus. Bis man dann halt irgendwann nichts mehr sieht. Gut. Einmal aufrüsten hier. So, dann gehen wir hier mal auf Maximum Scheibenbücher. Gehen wir mal auf die Einstellung. Das passt. Sidre. Dann schauen wir mal, dass wir uns was zuweisen können. Route setzen. Wir fahren mal bis dahin. Ich würde sagen, das Gleis da. Wie stilligen. Okay. Und wir haben Freifahrt. Passt. Ja, gehen wir nochmal eins nach oben. Lösen. Abfahrt. Aha. Und da dürfen wir nicht raus.
Die ist jetzt aber schlecht. Sind da was entgegen? Vermutlich. Ne. Anlegen bitte. Ich habe den falschen Knopf. 3 Meter. So, dass ich halt genau nicht sehe. Ja, da kann ich auch rausgehen. Knapp. Das sind halt auch so Details, ne? Deshalb sieht es besser aus. Nicht so schön. Okay, warte jetzt leider. Was los? Ist da was auf dem Weg? Eigentlich. Jetzt ja gar nicht mehr so doof aussehen. Da kommt ein Zug. Was ist, bin ich da? Mal kurz probieren. Wegpunkt hinzufügen. Das ist, wenn wir den hier machen. Na? Immer noch nicht überzeugt. Ja, da werden wir jetzt hier warten müssen, bis der Kollege hier angekommen ist. Dürfte aber eh nicht allzu lange dauern. Ja, wobei, schon ein bisschen die Strecke hier. Okay, anderer Plan. Dann macht man Fahrplan von hier unten. Oder machen wir das? Nö, ich fahre so weiter. Ich werde aber erst einen kleinen Cut machen, bis hier wieder soweit ist, dass wir hier fahren können. Beziehungsweise werden uns dann die Action geben, wenn es hier zugeht. Also, liebe Leute, bis gleich. So, unser Gegenzug ist am Kommen. Die Schranke war jetzt doch eine ganze Weile zu. Ich hoffe, er lässt uns jetzt dann gleich rausfahren. Mein Kollege. Wehe, die Schranke geht jetzt auf und ich darf nicht rausfahren. Nee. Nee. Ja, wollte schon sagen, ne? Ne? Oh ja, geil. Ich darf. Okay. So. Abfahrt. Oh, da kommt dann schon gelb. So, ob sie jetzt nochmal angefangen. Okay, was soll's. Jetzt machen wir ein bisschen ein auf Trambetrieb. Da ist schon der nächste Bahnübergang. Ja, der Nachteil vom Schneesturm ist, man sieht jetzt nicht mehr so viel auf die Seite raus. Danger Zone hier. Könnten eigentlich. Ist das geiler zum Fahren? Ja, nicht wirklich. Dann lieber so. 15. Als nächstes. Dann wären wir jetzt hier auf der Straße. Und da seht ihr jetzt zum Beispiel da der Übergang. Ja, es sieht halt nicht schön aus. Ich meine, klar, ist eine Kleinigkeit, aber wie stört sowas? Aber der Rest ist eigentlich ganz gut modelliert hier. Laufen sogar Leute hier rum.
Ja, kurz auf der linken Seite rausgucken. Halt! So bitte. Ich hab fast meint, es wäre ein anderer Spieler, der zuguckt. Oh, das. Naja, Autos waren doch nie schön im Train Simulator. Egal welchen. Aber eigentlich schon geil, dass wir hier auf der Bundesstraße rumfahren. Da hat es bestimmt schon mal gletscht. Aber natürlich auch nicht das Alltäglichste, dass man auf der Straße einen Zug begegnet. Außer man wohnt in der Gegend natürlich. Ich glaube, wir gehen mal wieder rein. Habe ich eigentlich eine Scheibenheizung? Automatisch, Lüfterdrehzahl, Zugschluss. Dann drehen wir mal nach oben. Das ist Panto, Warnlicht. Heizung aus. Heizung ein. Schauen wir, was bringt. Und Sicherheitssystem tun wir auch mal einschalten. Und wir dürfen schneller fahren. 25. Beziehungsweise die 25 kommt. So, auch da ist wieder so eine Passage. Einfach nicht schön. Dafür sind wir jetzt runter von der Bundesstraße und haben wieder unseren eigenen Pfad. Wir kommen aber wieder auf die Straße. Okay. Warum auch immer der Ton da jetzt ausgesetzt hat. Nur 7%. Ihr müsst euch das mal geben. Wie steil das hier schon nach oben geht. Das ist schon krass. Ja, eigentlich auch eine geile Strecke fürs Motorrad. Aber da würde ich vielleicht nicht mit einer 125er auftauchen. Ich könnte sich da ein bisschen schwer tun. Ich könnte währenddessen in Steam mal schauen, was die Bewertungen so sagen. Wenn es denn mal aufgehen würde. Steam. Und der Monitor, schauen wir mal, Berliner Linie. Einmal die Oh, scheiße. Da hat das Sicherheitssystem mal Hallo gesagt. Scheiße. Oder bin ich aus Versehen? Nee, nee, nee. Moment, Moment, Moment. Nee, ist aus Versehen auf die Bremse gekommen oder was? Sicherheitssystem. Ich glaube, Sicherheitssystem war es. Okay. Gib mal Schmackes, bitte. Jetzt ist aber gerade mal alles ausgegangen. Ich hab doch nur bei Steam rumgeklickt. Habt ihr das kurz gehört? Der Ton ist abgehackt. Jetzt kommt's endlich. Das klingt furchtbar. So.
Dann gehen wir hier mal wieder runter. Jetzt wird hier einmal alles zurücksetzt. Wie habe ich denn das geschafft? Ich glaube, das muss ich in meinem Video-Edit nochmal angucken. Aber wie kann man sowas Wichtiges übersehen, dass der Ton abkackt ist? Muss doch beim Testen aufgefallen sein. Der erste Zug, wo ich das so erlebe. So, nächster Bahnhof. Aber da fahren wir durch. Ja, nochmal kurz bei Steam gucken. Ein bisschen rumscrollen. Ja, ist wirklich größtenteils positiv. Ich meine, unterm Strich kann man sich die Strecke auf jeden Fall holen. Ich meine, die Aussicht ist schön, ist mal was anderes zum Fahren. Es sind einfach nur diese Teils neben der Strecke, die einfach nicht so schön sind. Und auf die andere Straßenseite. Da hinten hat es auch nochmal eine Abstellung, Güterverlad. Gibt auch ein Szenario, wo man dann hier hinten reinfährt. Oder solche Sachen. Da kommt der Schnee von unten durch die Straße. Ja, ich weiß ja nicht. Erinnert mich so ein bisschen an den TD2-Bug in der neuesten Version. Wo du dann gefühlt Schneepflug spielen kannst, weil die Schneedecke immer höher kommt. Tja, gleich wird schneller. Den kurzen Abschnitt dann zumindest. Die Lichter sind ja auch aus. So, einmal. Chaotische Fahrt. Aber ich denke, ich werde noch ein zweites Video dazu machen. Da spielen wir vielleicht ein Szenario. Und dann fahren wir hier mal die ganze Strecke ab, damit man das auch nochmal gesehen hat. 35. Schon nett hier. Nächster Halt hier. Halt auf Verlangen. Ciao, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Oh, 1,6 Kilometer bis Brusio noch. Kann ich das eigentlich einstellen als Brusio? Tusis. Nee. Bernina Express. Ah da, Brusio. Kurz rausgucken. Ja, funktioniert. Das wäre natürlich auch noch ein geiler Trick gewesen, wenn man hier die Scheibe so ein bisschen sauber machen könnte. Übergang ins Nix. Der Abschnitt sieht auch wieder ganz okay aus.
Es sind einfach Details. So, dabei schön, wenn noch so ein kleiner Patch rauskommt, wenn die Detailsachen wegkommen und vor allem dieser Soundbug gefixt wird. Dann beide Daumen nach oben meinerseits. So, der Postkartenmotiv hier. Diese mega Schleife. Wobei, mega ist relativ, eigentlich ist sie recht klein. Aber ziemlich steil. Das ist schon eine irre Konstruktion, was sie da hier gemacht haben. Ich meine, schaut euch mal den Höhenunterschied an, den wir hier machen. In der kurzen Distanz da. Ist schon krass. Sieben,2. Ja, doch, heftig. Gut, dann werden wir so weit oben. Da hinten ist der Halt. Und weiter dürfen wir eh auch nicht fahren. Kommt uns schon der nächste Zug entgegen. Nach dem Halt. Södre, Le Bahnhof. So, schönen guten Tag zusammen. Wir werden dann auch mal da. So. Perfekto. Dann schauen wir uns mal den Bahnhof hier noch an. Als letzte Tat. Oh, Tür zu, ist kalt. Dazu die ganzen Collectibles. Ne? Aufsteigen. Einmal Poster. Die schauen übrigens alle gleich aus. Ach da. Sind wir gerade durchgeheizt? Was, das ist auch ein Ding. Die Pisa-Pizza. Da ist sogar noch ein Stück drin. Ja, lass uns so die Pizza zurück. Und, kann ich jetzt hier wieder nicht rauf? Was ist denn das? Ah, hier geht's. Bloß nicht runtergehen. Das kann man nicht lesen. Das sieht weitestgehend authentisch aus. Nur, dass das heller wäre. Ja. Kann man gelten lassen aus Switch, Berliner, genau. Ansonsten gibt es hier nicht sehr viel zu sehen. Ich glaube, wir versinken. Oh, da hat es wieder unsichtbare Wände. Man darf da gar nicht rumlaufen. Spaßverbot. Okay. Ja, das war ein erster kleiner Einblick mal in die Berliner Linie. Die Strecke geht noch um einiges weiter. Aber dann habt ihr mal so einen ersten Einblick. Warum? Eigentlich wollte ich das da machen. Okay, ja. Aber, durchwachsen. Also, ich meine, unser Triebwagen ist eigentlich ganz nett. Da habe ich vor allem nur den Sound auszusetzen. Die Kupplungen sind fragwürdig, teilweise. Und so ist ja ganz okay, aber es hat hier so Fehler drin, wo ich sagen müsste,
Das sollten eigentlich nicht vorkommen, vor allem wenn man das ein bisschen hier getestet hat. Strecke an sich, wenn man jetzt hier sagt, 10 von 10, dann gebe ich hier jetzt mal, naja, sagen wir großzügig, gehen wir mal eine 7. Der Triebwagen da, kriegt er von mir mal eine 8. Und wenn sie die zwei Probleme lösen, dann erstmal eine 10. Aber ansonsten nichts auszusetzen. Eure Meinung dazu? Gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns zum nächsten Abenteuer. Gute Fahrt! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.